Die Strehleburg Friedland. Urkundlich erstmals erwähnt im Jahr 1301, ist sie heute Zeugnis einer über 700-jährigen Besiedlung der Region und ein Denkmal, das im Wandel der Zeit immer neue Formen der Nutzung erfahren hat. Auf einer Kaupe gelegen, präsentiert sie sich ihren Besuchern als eine der am besten erhaltenen Burgen im Land Brandenburg. Also erstmal herzlich willkommen im kleinsten Friedland Europas und unserer schönen Strehleburg. Wichtige Eckdaten unserer Burg sind die erste urkundliche Erwähnung 1301, dem Timo von Strehle oder Strehler, der Miteigentümer in der Burg Friedland war. Dann gab es 1518 den Verkauf der Burg an den Johanniterorden. 1811 wurde die Burg abgetreten an das Land Sachsen, dann kam der Siebenjährige Krieg, dann kamen die Preußen und wir haben es 1875 gekauft als Stadt. Und seitdem ist es Stadteigentum und dieses schöne Objekt wurde genutzt vom Bürgermeister, vom Schuldirektor. Hier war Schule in vielen, fast allen Räumen bis 1998 und seit 2004 ist der Tourismusverein dabei, im Inneren die Räume nach und nach umzugestalten. Und wir sind innen mit der Renovierung so gut wie fertig. Ja, wir haben 2004 begonnen, die Burg von innen zu sanieren. Und seitdem wird jeder Raum nutzbar gemacht und heute können wir sagen, dass alle Räumlichkeiten nutzbar sind und genutzt werden, sehr rege. Also unsere Burg lebt, wir machen hier viele Feste, Märkte, Festivals, aber auch unsere Bürgerinnen und Bürger feiern hier Geburtstag, heiraten hier und auch wir tagen ab und zu. Also der Denkmalschutz hat in der Form auch erkannt, dass man nicht nur das Denkmal wieder herrichten soll, sondern auch, dass man eine möglichst praktikable Nutzung dieser Räumlichkeiten und Denkmal mit im Auge behalten sollte. Wir sind sehr stolz als Friedländer, dass wir zum dritten Mal diese Veranstaltung durchführen können. Aber ich glaube, das ist auch nicht eine Sache von nichts, sondern wir haben ja sehr viele ehrenamtliche Helfer, egal ob es im Dorf ist, bei der Kirchensanierung oder hier beim Hilfen bei diesem Denkmal. Und deswegen nicht nur an die Friedländer mein Dank, sondern an alle, die sich um die Denkmäler in unserem Landkreis und im Land kümmern. Und kommen Sie uns besuchen und schauen sich die Burg an, wie schön sie geworden ist.